Dezember letzten Jahres haben wir uns gefragt, warum es eigentlich heutzutage nur eines von 100 verkauften Fahrzeugen in Europa ein emissionsfreies Fahrzeug. Man kommt dann schnell auf viele Gründe. Denn die Leute haben Bedenken, die haben Angst vor der Elektromobilität großteils. Es ist so, die Leute haben Bedenken bei der Reichweite, bei der Infrastruktur und bei den Kosten. Also da ist ganz viel Unwissenheit, da fehlt das Vertrauen. Und mit der Ready App wollen wir da Licht ins Dunkle bringen und wollen Vertrauen schaffen bei dem Thema Elektromobilität. Wie machen wir das genau? Was haben wir uns dabei gedacht? Wenn wir dreimal klicken, dann geht es weiter. Mit der Ready App können die Leute ihr eigenes Fahrzeug fahren, also ihr bestehendes Verbrennerfahrzeug. Und wir messen dabei, wie fährt der Nutzer eigentlich Auto. Wie wird beschleunigt, wie wird gebremst, wie aggressiv bin ich unterwegs auf der Straße, welche Strecken fahre ich und wie schnell fahre ich denn eigentlich. Aber zusätzlich schauen wir auf die Standzeiten. Das heißt, wir schauen, wann und wo ist das Auto wie lange geparkt. Aus den ganzen Daten können wir dann abschließend eine Berechnung erstellen und können schauen, wie gut passt ein Elektrofahrzeug zu mir, wie gut passt es zu meinem persönlichen Fahrverhalten. Und damit können wir eben Vertrauen schaffen und Klarheit bei dem Thema Reichweite und eben auch im Fahrverhalten. So, super. Was ermöglicht uns das Ganze? Es ermöglicht uns eine datengetriebene Entscheidung. Weil der Kunde sieht wirklich in Zahlen, wie gut passt ein Fahrzeug zu mir, zu meinem Fahrverhalten. Und die Daten sind natürlich nicht nur für den Kunden spannend, die sind auch für uns spannend, wenn wir mehr lernen über unsere Nutzer, mehr lernen über das Bewegungsprofil von den Interessenten an Elektromobilität. So, eins, zwei, eins. Egal, alles gut. Angefangen hat es, wie gesagt, im Dezember mit dem initialen Pitch. Wir hatten da so eine Art Hütte der Löwen, den internen Schalthang, wo wir einfach Ideen pitchen konnten, wie können wir das Thema Elektromobilität den Leuten näher bringen. Da haben wir dann die erste Idee vorgestellt zur EQ-Ready App. Und was wir dann relativ schnell gesagt haben, wir wollen mal testen, ist, haben die Leute wirklich die Bedenken, haben die wirklich die Probleme und können wir mit dem Ansatz von unserer App die Probleme auch lösen. Was wir dann gemacht haben im Februar, war ein Test einfach in der Niederlassung in München. Wir hatten damals noch GPS-Tracker, wie man sie als Fitness-Tracker kennt, haben die ins Handschuhfach gelegt vor den Nutzern und die sind so damit ein, zwei Wochen durch die Gegend gefahren. Und am Ende konnten wir eben eine Auswertung machen über ein erstes schnelles Web-Dashboard und konnten schauen, wer ist bereit für die Mobilität, zu wem passt es auch nicht. Und das Feedback, das da eben zurückkam von den Kunden, von den Testern, war sehr, sehr gut, denn die fühlten sich wirklich transparent und ehrlich beraten, was für uns das Wichtigste ist an der Stelle. Das heißt, wir konnten mit wenig Einsatz, mit wenig Geld einen Prototyp bauen und den ganz schnell mit dem Kunden Da haben wir sehr viel gutes Feedback bekommen. Für uns war dann klar, wir müssen da weitermachen. Aber wir wollen es nicht auf der ganzen Welt GPS-Tracker verteilen. Und heutzutage hat ja jeder in seinem Smartphone ganz viele Sensoren, auch GPS integriert. Also haben wir gesagt, ganz klar, wir müssen eine App erstellen. Die Leute nutzen ihr Smartphone dann für die Erkennung. Dann angefangen im Dezember, nee, im April mit der Entwicklung von der App. Und was wir da gemacht haben, ist ein relativ komplexer Algorithmus, der wird in unserer RD-Abteilung entwickelt. Damit wir eben berechnen können von den Smartphone-Parametern, von Lagesensoren, Bewegungssensoren, Beschleunigungssensoren, können wir Rückschlüsse ziehen, wie viel Energie wird eigentlich verbraucht bei der aktuellen Fahrt. Also wirklich, wenn ich Gas gebe, dann wird eben mehr Energie verbraucht, wenn ich gleich runterrolle, wird Energie wieder rekuperiert und das alles fließt in den Algorithmus mit ein. Und auch extrem wichtig und spannend für uns, weil die Zusammenarbeit mit einem Startup an der Stelle. Wir haben mit einem Startup zusammengearbeitet, die Erkennung Bewegungsprofile. Bewegungszustände. Das heißt, das Startup erkennt, sobald ich bei unser Auto fährt. Das Coole für uns ist, ich steige ins Auto ein, starte die App, sage, ich fahre jetzt los, ich komme jetzt an und das Ganze passiert automatisch im Hintergrund. Sobald ich losfahre, misst die App, wie fahre ich Auto und ich parke wieder, weiß die App sogar, wo es das Auto denn geparkt ist. Im September, also 6-7 Monate später, nach dem Anfang der Entwicklung, haben wir die App dann das Release erfolgreich für iOS und für Android hier auf dem Markt in Deutschland. Und wir haben relativ gutes Feedback zurückbekommen. Also das ist sehr wichtig war für uns, gutes Feedback von der Messe, von der Presse, aber eben auch sehr gutes Feedback wirklich von den Kunden, von den Nutzern, die fleißig damit testen. Und auch dann relativ schnell durften wir uns mal vorstellen auf der IAA, dieses Jahr jetzt in Frankfurt. Was wirklich toll war, da sind wir wirklich in Kontakt gekommen mit den Nutzern selber. Das heißt, die Tester sind vorbeigekommen, haben erzählt von ihren Erfahrungen mit unserer App, was kann man optimieren, was funktioniert gut und auch ganz viele Interessenten rund um das Thema Elektromobilität haben wir noch mitgegeben, was Sie einfach für Fragen, für Probleme haben und was wir noch für beantworten könnten. Jetzt würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein und schauen uns mal an, wie sieht die App eigentlich ganz genau aus und wie funktioniert denn die App im Einzelnen.
Jetzt sehen wir jetzt das Dashboard von der App. Auf dem Dashboard sehe ich zum einen, wie viele Fahrten wurden denn eigentlich aufgezeichnet. Ich sehe auch, wie weit bin ich schon gefahren mit der App und wie viel Energie wurde eigentlich verbraucht. 190 Kilowattstunden wurden jetzt verbraucht für 900 Kilometer. Was ich hier machen kann, ich kann ein neues Tracking starten, ich kann sagen, ich fahre jetzt los. Aber wie gesagt, es gibt die Funktion, das Ganze automatisiert im Hintergrund laufen zu lassen und durchzuführen. Ich kann mir dann anschauen, welche Fahrten wurden denn da alles gemessen. 100 Kilometer von Mutterstadt nach Frankfurt und ich habe 30% von meinem Ladezustand im Auto verbraucht. Sehr spannend ist, ich kann eine Ladestation hinterlegen bei uns. Jetzt in der ersten Stufe mal zeigen, aber ich möchte zu Hause laden, im Büro und vielleicht bei einem Freund. Und jedes Mal, wenn das Auto da geparkt ist, laden wir es wieder voll. Das ist eine halbe Stunde. Da steht, wird es eben dementsprechend vollgetankt oder wenn es über die Nacht da ist, eben komplett. Ich kann in eine Fahrt auch reingehen, wenn wir mal anschauen, im ganzen Detail, wo nach oben bin ich denn da exakt gefahren, wie schnell war ich eigentlich unterwegs. Wie viel Energie wurde eben verbraucht für die Strecke. Und dann ist ja spannend, ich kann mir eine Auswertung geben lassen. Ich kann schauen, welches Fahrzeug passt denn jetzt eigentlich zu mir, passt wie gut zu mir. Wir haben zum einen die Konzeptfahrzeuge als Elektrofahrzeuge mit drin, Konzept EQ, Konzept EQA. Auch die Smart-Fahrzeuge sind mit drin. Drei Elektrofahrzeuge und Smart. Und auch spannend, ich kann schauen, wie gut passt eigentlich ein Hybridfahrzeug zu mir. Weil Hybrid im Elektromodus, selbst da kann ich jetzt in meinem Fall 10 von meinen 15 Strecken abbilden. Rein elektrischen Modus. Auch schon auf dem Dashboard, ich kann wirklich mit der Temperatur nochmal spielen zum Teil. Ich kann sagen, was passiert denn eigentlich im Winter, wenn ich bei minus 10 Grad fahre. Und ich sehe, es wird viel mehr Energie verbraucht, weil das Auto geheizt werden muss, die Batterie muss warm gehalten werden, da geht Energie verloren. Trotzdem schaffe ich noch 13 von den 15 Grad. Und ich kann eben auch sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt den Smart auswähle. Okay, selbst da wird viel weniger Energie verbraucht, weil es einfach ein sparsames Auto ist. Aber auch im Winter schaffe ich da noch 11 von den 15 Fahrten. Also ich kann sagen, okay, ein Elektroauto passt zu mir, ich weiß, wann und wo muss ich laden. Präsentation. Sehr spannend ist es natürlich, wie gut kommt die App eigentlich an? Wird sie genutzt von den Kunden? Was sagen die Kunden eigentlich dazu? Und eine sehr coole Zahl für uns ist, die App gibt es seit 5, 6 Wochen und die Nutzer sind mit unserem Tracking jetzt schon 22 Mal um die ganze Erde gefahren. Das heißt, da werden extrem viele Leute gerade beraten und sammeln einfach Eindrücke rund um Elektromobilität mit ihrem eigenen Verbrennerfahrzeug. Und auch cool, die Bewertungen sind sehr gut, das ist für uns ein Zeichen, die App kommt an und das Ganze funktioniert, was wir uns da überlegen. Das musst du einmal finden. Okay, Leute. Cool. Jetzt natürlich die Frage, was war für uns entscheidend, damit wir es geschafft haben, innerhalb von 7 Monaten eigentlich von der Idee bis zum App Store zu kommen. Da gab es verschiedene Faktoren für uns. Zum einen natürlich klar, man braucht die entsprechenden Mitarbeiter, die ganz viel Motivation mitbringen und eben auch wissen, wie kann ich in dem agilen, iterativen Prozess eine App entwickeln. Genauso brauche ich Ressourcen. Für uns war da extrem wichtig die Zeit. Also wie gesagt, ich muss mich voll auf das Thema committen. Ich kann es nicht irgendwie nebenher machen, 20% der Zeit dafür aufwenden, sondern ich muss wirklich sagen, das ist mein Thema, darauf fokussiere ich mich und da stecke ich meine Energie und Ressourcen eben rein. Genauso wichtig für uns der Austausch mit Experten, für uns was das Startup, was die Mobilitätszustände erfasst, hilft uns extrem, die App zu pushen und macht extrem viel Sinn, weil ich muss nicht jedes Mal sagen, ich fahre jetzt nicht, wie es kommt jetzt an. Den iterativen Prozess, ich habe schon ganz kurz beschrieben, nah am Feedback der Kunden, der Prototyp in München wurde entwickelt innerhalb von wenigen Tagen und ich kann dann eben schauen, macht die Idee Sinn, was müssen wir noch verbessern, was müssen wir optimieren und für uns war da klar, das mit GPS, Hardware-Trackern ist einfach viel zu aufwendig. Lösen Sie mehr Effort packen, aber es kommt gut an, also macht es viel Sinn, daran weiterzuarbeiten. Und trotzdem haben wir im weiteren Prozess relativ früh dann auf die Designs geschaut für die App, haben uns dann nochmal draufschauen lassen, ob das so Sinn macht, was Sie sich vorstellen von der App oder was wir eben vielleicht noch verbessern und optimieren müssen. Und natürlich muss man sich große Ziele stecken. Bei uns war es so, wir haben im Dezember schon mal angekündigt damals, wir möchten das Ganze im September zur IAA releasen und das haben wir im Endeffekt auch geschafft. Wie geht es weiter für die EQA-App, für das Thema? Wir sind natürlich noch längst nicht fertig. Uns ist wichtig, dass wir relativ schnell weitere Features implementieren, um natürlich einen Mehrwert kontinuierlich zu bieten für den Nutzer. Ein Feature, was als nächstes kommen wird, ist die Datenstation, dass wir wirklich die Infrastruktur, die in Deutschland vorhanden ist, in unserer App abbilden. Und wenn ich dann von Stuttgart nach München fahre, sagt mir die App, wo an welcher Raststelle hätte ich wie lange laden müssen, damit ich die Fahrt geschafft hätte. Oder wenn ich nur weiterfahre, wie lange müssten die Pausen sein, dass man da ein besseres Gefühl für die Infrastruktur, die vorhanden ist, bekommt. Genauso wichtig, Thema Rollout. Wir sind momentan nur in Deutschland verfügbar, wollen aber so schnell wie möglich alle relevanten Märkte abdecken, die sich mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen und wo wir sind.
Und natürlich auch Big Data ist ein großes Thema für uns bei der App. Da fallen extrem viel wichtige, hilfreiche Daten an. Wir gewinnen Einblicke in unsere Nutzer, in die Bedürfnisse, in die Mobilitätsbedürfnisse und können dementsprechend die Entwicklung der Autos dahingehend auch optimieren. Eine Bitte, lade euch die App auch mal runter, schaut auf ihre Leitzeit für Elektromobilität. Ein Feedback gibt zur App auch total gerne an mich.